Hey ho, meine Lieben, kurzer Vorspann zum Video. Im Anschluss zum letzten Video, dem Weberkugel-Bastelvideo, habe ich noch ein bisschen weiter gebastelt. Heute sind auch noch die Stäbe gekommen. Ja, kann man sehen? Ja, ich glaube schon. Werde ich noch ganz schnell den Rost fertig schweißen und Weberkugel. Ja, habe ich mich entschieden, doch noch Rollen hinzumachen. Die habe ich vorne noch gefunden, also habe ich noch da gehabt. Und ja, inklusive Platte kann man das Ding super schieben. Ich kriege heute nämlich Besuch und da wird die Feuerplatte nachher eingebrannt. Und dem Besuch habe ich was versprochen. Es ist der McAllister von McAllister Outdoor Cooking. Ja, und dem habe ich damals versprochen, wenn er vorbeikommt, kriegt er einen Tofu. Tja, und den machen wir. Und seid gespannt, wie er guckt, wenn ich den Tofu nachher aus der Tasche rausziehe. Also, aber jetzt Video ab. Hey ho, meine Lieben, Besuch ist da. Komm ja genau rechtzeitig. Hallo zusammen. McAllister ist da. Genau. Und was wir machen, werde ich euch gleich sagen, nachdem ich die Feuerplatte geholt habe. Die kennst du noch gar nicht. Nee, ich bin gespannt. Ist das Ding? Richtig. Schauen wir es uns mal genauer an. Wir werden jetzt erst einmal die Feuerplatte einbrennen. Ich denke, jetzt kommt es erst einmal zum Kaffee trinken. Ja, das machen wir auch noch zwischendrin. Am Pinsel habe ich von grillroste.com auch noch bekommen. Schön zum Lasieren. Schatz, ich habe einen extra Pinsel jetzt. Ich brauche nur mal deinen. Dieses Teil kann man anstatt von der Krone einsetzen. Ich denke, werde ich wahrscheinlich nicht gebrauchen. Aufkleber waren dabei. Pflegehinweise. Und ich freue mich jetzt schon auf das Ding im Einsatz. Aber keine Panik. Der Pyron. Sieht man den hier? Nein, nicht ganz. Schwenkt mal rüber. Wird trotzdem weiter im Einsatz bleiben für die kleineren Sachen. Aber wenn dann eben mal mehr Leute da sind, habe ich jetzt auch ja, eine 80 cm Platte. Richtig geil. Dafür nochmal recht herzlichen Dank für die zur Verfügungstellung. Ja. Was applaudierst du hier? Das bin ich gar nicht gewohnt. Du machst es großartig. Dann richte ich jetzt die Cam nochmal neu aus. So, Christian. Jo. Wir werden jetzt das Teil dann einbrennen. Ich bin gespannt, ja. So eine Feuerplatte noch nie eingebrannt. Bin gespannt, wie das ablaufen wird. Müssen wir erst einmal schauen, in welche Richtung sie sich wölbt. Schön einölen. Ja. Ja, und was machen wir heute drauf? Eine Ente, hast du gesagt. Eine Ente. Nein, das gibt's im nächsten Video. Au, Tofu. Ach, hör auf. Hör auf! Ich hab dir versprochen, du kriegst einen Tofu. Unglaublich. Aber keine Panik, ich werde den mit dir zusammen probieren. Ziehen wir es durch. Den werden wir in drei Scheiben schneiden. Okay. Eine Scheibe ohne irgendwas, zwei Scheiben würzen wir. Und dazu gibt es Zwiebeln mit Knoblauch. Ich hab's doch gesagt beim Intro, wie ich daheim losgefahren bin in meinem Video. Er hat mir eigentlich einen Tofu versprochen, ob es wirklich durchzieht und ob wir ihn auch wirklich kriegen. Und jetzt natürlich, natürlich. Also machen wir heute Feuerplatten einbrennen oder Feuerplatte einbrennen und Tofu. Der Mann ist wie ein Elefant. Hirn wie ein Elefant, der vergisst nichts, wenn er einmal was gesagt hat. Unglaublich. Aber jetzt gehen wir erst einmal rein und trinken gemütlich einen Kaffee. Da können wir reingehen. Während Mr. Dachi da hinten den Anzündkamin mit der Holzkohle befeuert, weil ich werde jetzt in der ersten Runde mit Holzkohle befeuern. Werde ich erstmal beide Seiten etwas einölen.
Ich weiß ja noch nicht, wie sich die Platte wölbt. Dann ist auf alle Fälle mal eine Schicht drauf. Wenn wir Glück haben, wölbt sie sich richtig rum, dann brauche ich sie nimmer umdrehen. Wenn ich Pech habe, muss ich umdrehen und muss halt nochmal sauber wischen. Aber naja, das werden wir dann gleich sehen. Aber jetzt heben wir das Ding komplett runter, füllen gleich eine Holzkohle ein. Ich befeuere das Ding jetzt heute mit Holzkohle, weil ich habe da noch so eine, naja, Steakhouse-Kohle, die kann ruhig weg. Ja, die hat meines Erachtens nach einen kleinen Nebengeschmack und es gefällt mir absolut gar nicht. So, und dann nehme ich es halt jetzt da dafür hier. Nein, das war noch nicht alles. Ich habe noch einen Sack da. Also große Brocken hat sie ja gehabt. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, diese Kohle hat ein bisschen einen Nebengeschmack. Also weg damit. Jetzt machen wir mal richtig Tabula Rasa mit Kohle da drin. Zu zweit tut man sich da einfach wesentlich leichter. Wir sind ein Team. Jo. Komm, lass mir ein bisschen mit schmieren. Ja, schmier doch, schmier doch. Öl, wir brauchen Öl. Das erste Mal, dass ich so eine Feuerplatte einbrennen darf. Bin gespannt. Naja, da ist keine große Kunst dabei. Trotzdem ist spannend. Ich halte ja die Geschichte mit den Kartoffelscheiben da drauf komplett für Humbug. Ist meine persönliche Meinung. Einfach reinschmeißen und dann zünden wir das ganze Zeug an. Und wenn die anderen Kohlen durchgeglüht sind, können wir die auch mit reinschmeißen. Ja Leute, die Feuerplatte sieht man schon, wie sie sich wölbt. Wir haben sie richtig rum drauf gelegt. Und wenn es vielleicht vorher schon aufgefallen ist, der Lamellenvorhang ist weg. Das Geklimper, mir hat es zwar ganz gut gefallen, aber meinem Schatz absolut nicht. Und bevor ich mich mit meinem Schatz anlege, nee, da habe ich den komplett wieder weggerissen. Und jetzt mache ich hier einfach auf die Schnelle eine Plane hin, weil ich habe hier so ein Weichei, wo gejammert hat, ihm friert. Also machen wir hier schnell ein bisschen zu, rollen noch die Rollläden runter, sind ja erst zwei, ja. Dann gucken wir mal, ob es wenigstens ein bisschen windstiller wird hier drin. Eigentlich wird die Plane hier schon reichen. Ja, ich mache jetzt bloß einmal die Plane und dann schauen wir mal, ob es immer noch so durchpfeift. Ja Leute, und schon friert das arme Böschle nicht mehr so. Also, ich habe jetzt einfach bloß die Plane mit so mit dem Haken hier festgemacht, eine drüben unten und hier eine unten. Zum Durchgehen muss man halt aushängen, aber jetzt so kann man es schon momentan schon lassen. Ja, vielleicht lasse ich das ja auch komplett so, weil 2-3 Minuten ist das komplette Ding weg und ist es wieder dran. Und ja, wie gesagt, Bauupdate noch mit den restlichen Stücken, das wird noch kommen. Mhm. Aber jetzt geht's an der Feuerplatte weiter. So, du hörst jetzt auf hier zum Spielen. Es ist schön warm. Und mit deinen Beschwörungen hier. Du kannst dir jetzt einmal so einen dicken, fetten Fetzen Zewer nehmen. Kannst sie einmal wieder abreiben, wegen der ganzen Asche, was drauf liegt. Und neu einpinseln mit Öl. So machen wir das. Ich habe hier jetzt alles für das leckere Tofu-Mahl für den Christian hergerichtet. Also wir haben hier unseren echt super spitzenmäßigen Premium-Tofu. Peter, verzeih mir, aber ich habe einen guten Wap gebraucht. Den nehmen wir dazu.
Dann haben wir hier diesen einen neuen Knoblauch und Zwiebeln. Und ich kann es euch sagen, er hat mich wirklich angebettelt, dass er Zwiebel und Knoblauch schälen und schneiden darf. Und das will ich ihn jetzt natürlich nicht nehmen. Dafür bin ich ja da. Jo. Ja. Mehrfach jetzt schon eingeölt. Man sieht es, die Patina bildet sich. Bisschen Holz noch zusätzlich mit reingeschmissen zu der Holzkohle. Ganz durchgeglüht ist die Holzkohle da unten drin noch nicht. Aber das wird schon noch und so nach und nach wird die Platte einfach heißer und ja, das Einbrennen funktioniert, tätig mal sagen. Da tue ich alles, dass es ein richtig schmackhafter Schmaus wird hier. Also schöne Ringe schneiden, Knoblauch grob hacken, in die Schale rein, fertig. Jawohl, ja. Und dann schneiden wir noch den Tofu und tun den würzen. Das darfst aber du machen mit dem Tofu schneiden. Ja, das kriege ich glaube ich noch hin. Weil da bilden sich bei mir sofort Stresspusteln, glaube ich, wenn ich das schneiden muss. Lieber Christian, schneidet ja das Messer halbwegs? Das Messer ist super scharf, ja. Okay, weil da bin ich bloß kurz mal mit dem Rollenschleifer drüber gegangen. Okay. Und bis jetzt habe ich das selber noch gar nicht so richtig ausprobiert. Nee, super scharf. Also auch mit dem kann man schneiden. Gut. Also dann, wie gesagt, noch eine Knoblauchzehe ein bisschen klein hacken und einfach mit dazu. Und dann tun wir noch ein bisschen Barbecue Rub drüber. Ja, den guten vom Peter. Genau. Also, ich habe beschlossen, hier den Hausrap erst nachher drüber zu streuen, wenn wir das auf der Feuerplatte haben. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen super leckeren Premium-Tofu. Da schneiden wir uns drei wunderschöne Scheibchen runter. Leute, ihr könnt jetzt schon fast kotzen. Bist du pervers, Michi? Aber wenigstens kommt ein gescheiter Rapp drauf. Na? Das ist doch das Mindeste, was wir uns heute antun können. So, nochmal schön. Ja, das mal. Das Klump so richtig schön einwappen. Dass wir am Ende alle noch hier eine Lebensmittelvergiftung kriegen. Was machen wir noch, vom Tofu. Was machen wir? Was machen wir denn, wenn es uns schmeckt? Dann lügen wir ganz einfach, dass es ganz ekelhaft ist und widerlich. Ach so. Nein, wir werden euch das natürlich sagen, aber angeblich soll ja der Tofu geschmacksneutral sein. Wahrscheinlich schmeckt es wirklich, wächst ein Rapp aber dann bloß. Ja. Die haben ja die Schwangerschaftsgurken auch geschmeckt, Michi, ne? Ja, die waren ja auch gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die waren wirklich riesig gut. Ich weiß allen, was die alle hatten. So, Leute. Und so geht's nachher auf die Feuerplatte. So, Freunde, dass die Feuerplatte nicht gleich so beleidigt ist, wächst ein Tofu. Hauen wir jetzt zuerst die Zwiebeln und den Knoblauch hier drauf. Du gibst mir da hinten bitte mal das Öl. Sehr gerne. Und schützt einfach ein Schluckerle noch mitten in die Zwiebeln rein. Und dann röst man die ganz einfach auf die Schnelle kurz an. Bevor wir nachher das Experiment mit dem Tofu wagen. Der Gemüsemann wird stolz auf uns sein. Ja. Wie gesagt, ein klein bisschen von den Wap tun wir drüber. Gut, eigentlich können wir den Tofu auch noch gleich mit drauf schmeißen. Also ich weiß jetzt nicht, was passiert, ob gleich die Feuerplatte wegätzt oder irgendwas. Keine Ahnung. Oder ich dachte, du willst den einen so probieren, ohne... Ja, du hast geschrien, du hast auch Hunger. Ja, entschuldige. Also kriegst du auch einen mit Gewürz. Deswegen haben wir den jetzt so gemacht. Aber es hat ja geheißen, Tofu hat keinen Eigengeschmack. Dann gehen wir einfach davon aus, dass es wie ein Pappendeckel geschmeckt hätte. Tja, und so wurzeln wir jetzt das Ganze. Schöne Folie haben wir. Auf jeden Fall klimpert das jetzt nicht.
Ja, Schatz. Und das bringt jetzt aber auch eher mehr. Das habe ich vorher im Video auch schon gesagt, dass ich den Klimpervorhang wegen dir weggemacht habe, weil du mich so geschimpft hast. Hat er. Ich bin nur die Böse. Nein, bist du so nicht. So wird es dargestellt, ich, gell? Unglaublich. Ich bin nur die Böse. Ich bin immer nur die Böse. Dabei ist die Andrea so lieb. Ja. Also Leute, das kommt wirklich nur so rüber. Ja, mein Schatz hat da vollkommen recht gehabt. Christian, wenn du da unten schaust, an der Wand dran, da hat es mir sogar von dem Klimperzeugsel beim zu starken Wind ein bisschen was von der Farbe von der Wand weggenommen. Klarer Fall von Pfusch am Bau. Die Idee war gut. War auch recht witzig. Nee, war nicht gut. Ja. Du hast der Allgäu-Feeling ein paar Tage gehabt mit deinem Glockengeläut. Der muss ein bisschen näher hin. Schütt mal hier oben ein bisschen Öl drauf. Wollte ich ja gerade sagen. Oh nein. Spitzen-Tofu. Spitzen-Tofu? Ja. Premium-Tofu. Premium, ganz genau. Absolut Premium. Ah, das wird ein Festessen. Ich weiß ja nicht einmal, ob das funktioniert mit so dicken Stücken. Und was isst man da dazu? Nur die Zwiebeln. Du kannst natürlich noch eine leckere Barbecue-Soße dazu haben. Die wird's rausreißen. Aber es ist schön angenehm warm jetzt hier an der Feuerplatte. Ja. Sieht auch nicht mehr so durch deine Planen hier. Hast du fein gemacht, Michi. Aber schaut euch die herrlichen Röstaromen am Tofu an. Gibt nichts Besseres. Wann ist denn das fertig? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung vom Tofu. Will ich jetzt einmal keine Temperatur messen? Vielleicht hätte man erst Sous Vide machen sollen. Du kannst ja mal googeln, Kerntemperatur Tofu. Ich google nix. Okay, Leute, wir braten den, brutzeln den jetzt raus und nachher zeigen wir euch das Ganze nochmal. McAllister hat gerade nachgelesen, da stand irgendwas drin von Wasser aus dem Tofu rauspressen. Aber ist ja kein Problem, wir drücken einfach noch ein bisschen drauf rum auf diesen komischen Zeug. Je geringer der Wasseranteil im Tofu, desto krosser lässt sich dieser braten. Und wie lange muss man den braten? Das steht jetzt hier nicht mit dabei. Aber soll ich ja ganz ehrlich was sagen? Das ist mir Furz. Das ist Tofu. Genau. Wir machen hier einfach sowas wie Jugendforscht. Ja. Schatzi, wo hast du jetzt die Nuggets gefunden? Ich bin der große Sucher gewesen. Das sind keine Nuggets, das ist Tofu. Nein, das da hinten sind Nuggets. Sind das die guten von My Steak Shop? Das weiß doch ich nicht. La Chori? Kannst du die schon mal schnell aufheben, bitte, Vater? Ja. Die Flamme? Ja. Sind das La Chori? Ja. Dann sind das die guten von My Steak Shop. Ist mir wurscht. Ich hab Hunger, denn ich will nicht nur kein Tofu liefern. Du weißt doch nicht, was gut ist, Andrea. Ja, genau. Davon jede Menge. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Du darfst gerne hier ein bisschen Öl an die Nuggets tun. Das werde ich sehr gerne tun. Also ich habe keine Ahnung mit dem Tofu, wie ich ja schon gesagt hatte. Aber dafür haben wir leckere Nuggets, die hier auch schon wieder verkohlen, weil hier irgendjemand mitten in die heißeste Zone gelegt hat. Oder was sagst du dazu? Ja, Freunde, die Zwiebelchen richtig schön am Rand hingeschoben, dass die bloß noch warm bleiben. Den Tofu braten wir richtig schön von allen Seiten an, dass er richtig kross und lecker wird, wie vom Bäcker. Ja, und die Nuggets waren nicht unbedingt jetzt die beste Idee, die auf die nicht ganz eingebrannte Feuerplatte so drauf zu schmeißen. Ich habe die Dinger jetzt noch etwas nachgeölt. Und naja, so langsam werden sie jetzt. Auf alle Fälle darf man die auch nicht am Anfang gleich direkt in die Hitze reinhauen. Aber lecker werden sie mit Sicherheit trotzdem werden. Bestimmt. Ja. Gut, wie gesagt, Tofu von allen Seiten noch anbrutzeln.
Ja, und dann werden wir uns opfern. Schatz, was machst du da? Ich hoffe jetzt, dass das ein Kalbfleisch wird. Nee, ich glaube, das bleibt der Tofu. Okay, dann bleibt es ein Tofu. Jetzt noch eine kleine Zwischenszene für meine alten Bekannten, die mich noch mit meinem alten VR6 Passat kennen. Der hat neue Farbe bekannt. Moment. Den hat er jetzt, der David. Ja, und der hat ihn ein bisschen umlackiert. Okay, da weißt du Bescheid. Weil ihr Geschäftsbücher sind wieder zukommen. So sieht mein alter Passat mittlerweile aus. Mein guter alter VR6. Ja, Leute, das wäre soweit fertig. Unser lecker Essen. Was ist denn das? David, das ist ganz lecker Tofu. Da krieg ich erst Kotzen. Mach's dann ruhig mit Essen. Nee. Wir haben bestimmt noch was über. Warum wohl? So, Tofu mit lecker gerösteten Zwiebeln. Und ein Hausrapp vom Peter. Naja, und bevor wir am Schluss verhungern, gibt's noch ein paar Nuggets dazu. Nuggets. Wenn wir Tofu haben. Spinnst du? Bitteschön, mein Schatz. Dankeschön. David, ich teile mit dir. David, ich teile auch mit dir. David, von mir kannst du auch was abhaben. Nee. Aber nicht von den Nuggets. Nee, die kann man nicht. So, ich habe ja vorher schon Nugget probiert. Deswegen kriege ich dann nachher bloß drei. Geh jetzt runter, du Ding. Ich glaube, mir stimmt der Magen schon. McAllister, bitteschön. Juhu. David, du willst wirklich nichts? Ich will wirklich nichts. Ach komm schon. Komm, geh mit rein. Komm mit. Mach jetzt der Kippe aus, dann geh mit rein und dann probieren wir das da dran. Tja, Freunde, so lecker kann Tofu aussehen. So. Dann gehen wir mal rein zum Essen. Warten wir zuerst noch. Wart mal auf die Andrea, ja. Die sagt nichts. Jetzt probieren wir ganz einfach mal selber. Um Gottes Willen. Also, guten. Ja, fröhliches ja. Trocken, schmeckt nach nichts. Irgendwie habe ich einen Pilzgeschmack in der Gosche. Ich glaube, so hat dem Dirk's Papadeckel Fisch geschmeckt. Na ja. Aber die Zwiebeln sind gut. Die Zwiebeln sind perfekt. Mhm. Der Rub ist auch super. Mhm. Mhm. Aber weißt du, was viel besser ist? Das sind die Nuggets. Wollen wir die echt schon? Mhm. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Tofu... Warte mal. Das war ein Anruf, ohne dass wirklich jemand an der Leitung war. Komisch. Ja, was sagst du zum Tofu? Was soll man dazu sagen? Das schmeckt tatsächlich nach nix. Also vielleicht nach Pilz. Ganz komisch. Pilz schmecke ich jetzt gar nicht raus. Also. Doch. Ja? Hat schon leichten Pilzgeschmack. Naja, ansonsten, ja, Tofu kann man mal essen, also. Ich hab's mir schon immer vorgestellt. Muss nicht sein. Ich werde es nochmal tun. Aber jetzt haben wir schon auf dem Teller, jetzt essen wir auch auf. Naja. Veganer, Vegetarier, ihr seid arme Schweine. Haut euch das Zeug in den Hals rein. Ich werde es hoffentlich nie wieder tun. In diesem Sinne war es das jetzt mit diesem Video. Ja, im nächsten Video geht es dann weiter mit was Leckerem. Darf man schon sagen? Was richtig Leckerem. Aber dafür kommt er jetzt noch gleich
die Vorschau im Anschluss. Und Leute, wie gefällt euch das, dass ich am Schluss vom Video immer noch so eine Vorschau mache, so eine klitzekleine? Das wäre vielleicht jetzt mal interessant. Okay, bis zum nächsten Video. Ciao. Ich möchte auch noch kurz was loswerden. Darf ich? Was denn? Ich möchte da hier schnell jemanden nominieren, so als kleine Challenge. Nee, so ein Schmarrn, fangen wir erst gar nicht mal an. Keine Nominierung, dann bin ich auch raus. Besser als der Tofu kann es nur werden. Ja, dann sage ich einfach mal guten Appetit. Guten Appetit.